Grüß euch, liebe Zuschauer. Die Polizei, die deutsche Polizei, in diesem Fall die niedersächsische Polizei in Hannover, treibt die Verhöhnung der Bevölkerung, die sie eigentlich schützen soll. Das ist eigentlich so die Uraufgabe des waffentragenden Polizisten, ja, unter anderem wie auch Freund und Helfer sein, alles perdu, nicht mehr vorhanden, nicht mehr spürbar. Im Gegenteil, du kriegst noch irgendwie einen dummen Spruch, wenn du Glück hast. Ja? Ansonsten denken wir an die Corona-Zeit und wir denken vor allem auch an die entsetzlichen und wirklich nicht mehr hinnehmbaren und nicht mehr erträglichen Messerattacken, Messermorde und ausschließlich, ja, oder fast ausschließlich von Nicht-Deutschen begangen, sagen wir mal so, oder von Menschen nicht deutscher Herkunft. Ja, da muss man auch nochmal unterscheiden. Und es ist wirklich eine super Verhöhnung. Jeder weiß es im Land, was hier los ist, wer die Täter sind, wer hier die Unsicherheit im öffentlichen Raum hier verursacht und uns praktisch Einwohner, Ureinwohner, wenn man so will, hier tatsächlich und vor allem die Frauen aus dem öffentlichen Raum vertreibt. Ja, auch wird abends weniger weggegangen, weil man sich überlegen muss, wie komme ich wieder zurück? Allein schwierig. Oder auch generell, da gehe ich nicht mehr hin, da bin ich auch teilweise wirklich in Fußgängerzonen und so weiter. Und jetzt hat doch tatsächlich die Polizei Hannover hier irgendein Fest oder was, wo die Polizei Hannover jetzt der staunenden Bevölkerung hier mal wie die Polizei mit einem Messerangriff umgeht, gezeigt. Das muss man sich schon wirklich anschauen, ja, weil das Video wollte ich wirklich unbedingt machen, weil ich finde es, also wer da als Polizist noch mitmacht, ist gottlos, ehrenlos und absolut inakzeptabel, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Achtung, wir steigen ein in die Geschichte. Verfolgt von der Polizei und soll angehalten werden. Blaulicht ist an. Blaulicht ist an, dann haben sie einen alten E39-5er BMW genommen. Warum auch immer. Also eine Verfolgungsjagd quasi, ja. Und mit Blaulicht, sie erklärt, Blaulicht ist an. Das würde man ja sonst auch gar nicht erkennen. Also die Frau ist auch richtig geil. Das schwarze Fahrzeug hält an. Kollegen steigen aus. Warte. Sie wissen natürlich nicht, wer im Auto drin sitzt. Das ist der böse Matze, der hat ein Messer. Der böse Matze. Also ein ganz böser, lieber Kinder, der böse Matze, es wird ja noch damit auch irgendwo verharmlost, ja. Aber vor allem Matze, also Matze, den Vornamen Matze habe ich bei den letzten 150 Fantastrilliarden Messerattacken nirgendwo gelesen, ja. Und der Typ sieht auch wenig fremdländisch aus, sage ich mal. Also der böse Matze, das muss man sich mal reinziehen, ja. Messer im Hosenbund gehabt. Das war übrigens ein Schreckschuss, glaube ich. Das war relativ leise, wie ich finde. Ja, natürlich, der hat wahrscheinlich da keine scharf geladene Waffe in der Hand, der Bulle. Ja, er schießt gleich. Das sieht man ja nie sonst. Man sieht es nie. Es gibt ja immer wieder, dank der Tatsache, dass jeder ein Handy irgendwie griffbereit hat, wird das ja relativ oft aufgenommen. Viel mehr wird nicht aufgenommen, das ist ja das Tragische, ja, das kriegt man dann noch weniger mit. So schnell, so sinnig und eigentlich gar nicht. Ich habe das, glaube ich, einmal erlebt oder nicht erlebt, sondern gesehen, dass ein Polizist hier einen Warnschuss abgibt. Ja. Nee, mach mal locker. Mach mal locker, ja, das sagst du dann, wenn ein Bulle mit einer scharfen Waffe simuliert jetzt hier auf dich zugeht und einen Warnschuss abgibt, dann weiß ich noch, mach mal locker. Das sind super Schauspieler. Jetzt hat der Kollege geschossen, weil der böse Matze nicht gehört hat, dass er stehen bleiben soll. Weiter mit dem Messer. Ja, die Szene erlebt man ja eigentlich bei jedem Video, wenn es um echte Messerangriffe gibt, dass der Täter sofort das Messer ablegt, ja, und seine Hände ausbreitet. Die Kollegen zugegangen ist. Und allen Anweisungen folgt. Also ein braver Täter, gar kein böser, ein braver. Und er dreht sich um. Die Kollegen, was erzählen die den Leuten, ehrlich? Um zu gucken, ob irgendwo noch eine andere Waffe am Körper oder in den Klamotten steckt.
Da hinten ist die Feuerwehrseelsorge. Jetzt ist denen was zu nah. Die Kollegen treten jetzt erstmal zurück. Der eine schiebt den anderen nach hinten. Du, vorsichtig, vorsichtig. Jetzt wird der böse Matze auf den Boden gesprochen. Der böse Matze wird auf den Boden gesprochen. Was macht er jetzt? Liegestützen oder was? Vor allem, ist es denn polizeilich okay, dass die nebeneinander stehen? Wäre es nicht viel sinnvoller, sie würden irgendwie von zwei Seiten den irgendwie, weiß ich nicht. Jetzt liegt Matze auf der Erde, jetzt können die Kollegen rantreten und ihm Handfesseln anlegen und ihn somit... Ach ja, richtig, das wird ja dann auch, der hilft ja noch mit, dass man ihm die Hände hinter dem Rücken fesseln kann. Also da ist er ja auch der brave Matze eigentlich, ja. So wird das gemacht, Leute. Ja, so wird es gemacht. Ah, der Experte hat gesprochen. Mhm. Klappt ja eigentlich immer, oder? Das ist so hart. Ja, die Polizisten kommen sich da auch sehr nahe, finde ich. Ja. Haben die was miteinander oder was? Also, liebe Leute, ohne Worte, wirklich ohne Worte, die Verhöhnung pur. Und jeder Polizist, ja, also zumindest die draußen auf der Straße sind und Streife fahren und von der Kripo, wissen ganz genau, ja, was hier Phase ist. Und dann führen sie uns und den Kindern auch, ja, und den jungen Familien, das scheint irgendwie ein Fest zu sein, weil da hinten auch Feuerwehr sich vorstellt und so weiter, führen den Menschen hier so einen dermaßenen Wahnsinn vor, ja. Der böse Matze, ein Deutscher, der aus dem E39 Baujahr, weiß ich nicht, was ist das, 98 oder was aussteigt. Das ist alles, wirklich nicht mehr zu glauben. Es ist einfach nur noch hammerhart. Und ich sage euch, liebe deutsche Polizei, ja, wundert euch nicht. Letztes Mal habe ich gelesen, ja, es gibt praktisch null Wertschätzung, hat sich irgendeine Tante da aufgeregt, eine Polizistin. Ja, aber ihr erntet, was ihr sät. Ursache und Wirkung. Ja? Wie habt ihr euch in der Corona-Zeit und auch jetzt durchaus immer wieder aufgeführt und verhalten? Ja? Und ihr glaubt dann, dass wir da brav Beifall klatschen, so wie der brave Matze uns hinlegen und sagen, hier, ich mach mal selber, ja? Gib mal die Handschellen her oder wie jetzt. Ja? Verhöhnung pur. Jeder kann es für sich selber irgendwie, wie soll ich sagen, einordnen, ja, aber diese Vorstellung und diese, was ist das, ja, Gossentheater, ja, und Volksverarschung pur, kann ja jeder selber sich seine Gedanken machen, was die Polizei da letztendlich deckt. Ja, weil sie spielen uns hier vor, dass der deutsche Matze hier irgendein Problem darstellt in Bezug auf Messerkriminalität. Und das ist jetzt nun mal wirklich nicht der Fall. In diesem Sinne, abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Und wenn ihr Lust habt und uns unterstützen wollt, gerne. Und vielen Dank an alle, die das getan haben bis jetzt. Unten auf in der Beschreibung Bitcoins Treib. Deutsche Bankverbindung und Kofi und danke euch und denkt daran, ja, vielleicht kann man das mal jemand zeigen, nach, wenn man sich überlegt, nach diesem ganzen, gerade in den letzten 10, 14, vielleicht von mir aus 20 Tagen, was da los ist, ist jeden Tag, ja, sind mehrere Messerattacken, Gruppenvergewaltigung, 1-2 pro Tag, aber der böse Matze, ja, in diesem Sinne, danke euch fürs Zuschauen, macht es gut. Servus und bis zum nächsten Mal. Dank euch.